Moin moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute ist wieder Sonntag und normalerweise gibt's sonntags ja Madden NFL Online Sunday hier mit mir. Jetzt wieder bei Game Testicle HD. Das neue Spiel ist draußen. Ich habe hier die PlayStation 4 Version jetzt. Dieses Jahr ist alles etwas anders als in Madden 16. Und ab sofort wird es hier jeden Sonntag mit mir Ultimate Team geben. Also wir werden immer noch online spielen, aber ab sofort jeden Sonntag den Ultimate Team Modus. Der Raphael spielt ja auch Ultimate Team hier auf dem Kanal und um hier das Ganze auch etwas abzugrenzen, möchte ich dann natürlich noch dazu sagen, dass ihr hier jede Woche meine Entwicklungen des Teams sehen könnt. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich Geld eben auch auszugeben, also sozusagen Low Budget Ultimate Team. Ich kann nicht versprechen, dass ich überhaupt kein Geld ausgebe, aber sobald ich irgendwas investiere, werdet ihr das auf jeden Fall hier live sehen. Ich werde immer genau berichten, was ich wo und wann wie mache. Aber bevor ich mehr dazu sage, wollen wir doch jetzt gleich mal hier starten. Ich habe noch überhaupt nicht gestartet. Wir sehen also gleich, wie das Ganze jetzt hier im Hintergrund losgeht, wie wir sozusagen unser erstes Starter-Team hier bekommen werden. Hier kommt jetzt sogar nochmal das Intro, wie es hier das Ultimate-Team aufgebaut ist. Hier das erste quasi Werbungsvideo, wo wir nochmal alles erklärt bekommen. Ein bisschen sehen, Todd Gurley hier, Josh Norman, schon ein paar Top-Spieler hier in diesem Video eben zu sehen. Also wie eben schon erwähnt, ich werde versuchen, die ganzen Solo-Challenges zu machen. Darüber mache ich natürlich keine Videos, sondern da werde ich euch in jedem Video über die aktuellen Updates berichten. Aber jeden Spieler, den ich in mein Line-Up hole, werde ich euch genau erklären, genau sagen, wie viel der gekostet hat. Und auch Videos machen eben, wie sich mein Line-Up nach und nach verbessert. So haben wir so eine kleine Story mit drin, anstatt immer nur die normalen Online-Games. Die werden vielleicht zwischendurch ja auch noch unter der Woche auf dem Kanal kommen, je nachdem, wie es meine Zeit zulässt. Aber eben am Wochenende jetzt hier sonntags immer Ultimate Team mit einem Online-Spiel. So, wir gehen mal jetzt hier rein und schauen mal, wie das neue Menü hier aussieht. Hier ist unser Starter-Team jetzt eben aufgestellt worden, nur Bronzespieler, alle im 50er Bereich, bis auf unseren Fullback. This is your offense. Ja, Defense sehen wir ebenfalls jetzt hier nur Graupen, sag ich mal. Und um da natürlich anzufangen, muss man erstmal ein paar. Oh, jetzt können wir erstmal gucken. Hier können wir schon mal unsere zwei Starter wählen. Und wenn ich das hier natürlich mal sehe mit Vontae Davis und Andrew Luck, fällt natürlich mir das Ganze hier schon mal einfach. Choose a Player Pack. Da haben wir natürlich hier noch McPhee und Jeffrey, AJ Green und Geno Atkins und Gilmore und Watkins. Das finde ich natürlich auch ein interessantes Pack mit Gilmore und Watkins, muss ich sagen. Und dann hier eben noch Von Miller und Thomas, Hayden, Barnage, Evans, Fitzgerald, Peterson finde ich auch cool eigentlich, Allen, Barry und Charles. Wenn ich das so sehe, hätte ich schon gern Bock hier auch andere zu nehmen, aber so als Colts-Fan muss ich natürlich, oh hier Matthews und Rogers auch stark, Luke Kuechly, Cam Newton, Tom Brady und Collins, Todd Gurley, mit den LA Rams jetzt, Flacco und Sachs. Und weiter. Oh ja, hier einige. Viele von euch, denke ich, werden hier Wilson und Sherman nehmen. Oh, J.J. Watt, ey, den wollte ich letztes Jahr oft haben. Okay, ich nehme hier Andrew Luck und Vontae Davis. Denke, sollte jetzt nicht so sehr überraschen. 77er Luck. Sind natürlich hier noch die niedrigeren Werte. Viele von die euch jetzt fragen, warum denn so viele so niedrig gewertet sind. Andrew Luck nur 77er overall. Das alles ganz normal hier zu Beginn. Da werden immer wieder neue Versionen im Laufe des Jahres eben rauskommen, dann mit stärkeren Spielern. Man will natürlich hier so ein aufbauen und will nicht direkt mit den ganz krassen starten. So, jetzt haben wir natürlich auch die Colts Home und Away Uniform. Dieses Jahr gibt es auch noch die alternativen Uniformen in den Packs. So, upgrade your team. Wir werden also erstmal hier durch das Tutorial geführt. Ja, Team Rating, Lineup Tools und dann können wir hier direkt Best Team Overall auswählen.
Und jetzt haben wir hier dann natürlich gleich Andrew Luck eben mit drin. Und dann geht's zurück hier und jetzt geht's eben in Play Game. Und hier sehen wir jetzt die erste Solo-Challenge. Ich denke, die werde ich nochmal eben mitnehmen. Was haben wir für Challenge Goals? Score Touchdown, don't miss a field goal, don't not fumble the ball und so weiter. Okay, wir gehen einfach mal in die erste Solo-Challenge jetzt hier noch rein. Und dann werden wir gleich einfach mal mit unserem Graupen-Team in ein Online-Spiel reingehen. Ich weiß jetzt hier auch gar nichts, was hier los ist. Wir gehen einfach mal rein, schauen uns das an. Ich schneide die Ladezeit mal kurz raus. Wir sehen uns jetzt gleich also hier in diesem eben Solo-Challenge wieder. So, also wir gehen in die erste Solo-Challenge hier rein. Keine Angst, ihr bekommt auf jeden Fall noch ein Online-Gameplay zu sehen. Und jetzt sollen wir hier alles eben machen. Do not... ja, kein Field Goal, keine Interception, kein Fumble und kein Miss Field Goal, sondern den Touchdown eben machen. Also ein bisschen mehr als noch letztes Jahr. Wir liegen hier 24-28 hinten, finden uns an der 15-Yard-Linie. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal irgendein Random Play. Oh, Kamera ist auch noch hier falsch eingestellt. Natürlich hier wieder die ganzen Kameraperspektiven, so kann kein Mensch spielen, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich denke, ich versuche es mal in der Kameraperspektive. Jetzt sehen wir natürlich unser Graupen-Team hier. Da müssen wir natürlich mal gucken, wer da jetzt überhaupt eben anzuspielen ist. Und dann kommen wir doch hier in die Endzone mit der Comeback-Route. Da kommt direkt der Touchdown. Chuck Pagano freut sich hier. Und das sieht doch mal hier ganz klar nach einer gewonnenen Solo-Challenge aus. So schnell kann das gehen. Erste Solo-Challenge also mit dem ersten Versuch gleich gewonnen. Hier sehen wir Coins. Gibt es noch keine dafür. Oben aber schon mal die Trophäe erhalten. Postgame Report. Wir gehen also wieder zurück hier. So, also erstes Pack hier. Schauen wir mal, was wir geschenkt bekommen hier. Wird jetzt wahrscheinlich nicht das krasseste Pack aller Zeiten sein. Marcus Peters hier noch als Cornerback. Ich denke, Cornerbacks kann man es immer gebrauchen hier. Natürlich alles noch Goldspieler, aber ist natürlich schon mal ein krasses Upgrade zu unserem Bronze-Team natürlich. So, hier sollen wir nochmal continuen und eben hier durchgehen. Kann eben noch nichts selber machen. Wir sollen uns einmal hier durchklicken, aber ich denke, hier die Menüs kennt ihr ja schon. Marketplace, Teams und so weiter, Items ganz am Ende. Und dann sehen wir jetzt eben wieder zurück. Und jetzt kriegen wir auch nochmal eine Trophäe. Schauen wir uns mal kurz die Solo-Challenges an. Aber ich denke, ihr habt gesehen, dass ich hier noch nichts gemacht habe. Hier kommen erstmal die 8 Opening-Games, die man eben machen muss. Die werde ich dann bis zum nächsten Video natürlich machen. Aber wir gehen jetzt einfach mal schnurstracks. Oh, wir kriegen sogar noch irgendwas hier. Was auch immer es ist. Schauen wir nochmal kurz da rein. Wir haben ein Mudpack unlocked. Nee, Elite Player Pack haben sie jetzt hier auch gemacht. Kann man sich direkt mal einen Elite Player gönnen für 500 Points hier. Dazu muss man aber 500 Points erstmal kaufen. Wenn man hier den Bros to Store geht, sollte man hier auch eben irgendwo add Points. Das heißt, 500 Coins kosten hier gleich mal 5 Euro. Das heißt, für 5 Euro kann man gleich mal einen garantierten Elite Player ziehen. Ist halt die Frage, ob man das gleich zu Beginn mal investieren möchte. Jetzt haben wir hier noch einen Award bekommen. Den Loyalty Award dafür, dass wir letztes Jahr so viele Spiele eben gespielt haben. Den packe ich erstmal zurück. Dann haben wir hier noch einen Brian Urlacher bekommen. Den man hier benutzen kann. Den werden wir doch dann gleich nochmal mit als Middle Linebacker aufstellen. Das kann sich natürlich auch sehen lassen. Das war jetzt hier noch unser Item. Und dann gibt es natürlich hier wie immer noch andere Packs. Direkt mal Guaranteed Flashback Item. Die wir hauen natürlich hier wöchentlich Packs raus. Wo es immer verschiedenste Spieler aller Art und Weise gibt. Hier kann man das Team jetzt auch nochmal anders benennen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier noch Brian Urlacher reinpacken. Und dann gehen wir einfach mal schnurstracks eben in das Online-Play. Generate Best Lineup.
So, der Middle-Linebacker ist jetzt hier mit am Start. Und wir sehen uns dann gleich im ersten Online-Spiel wieder mit unserem schwachen Team. So, da gehen wir ins Spiel und da sehen wir natürlich hier gleich, er hat auch Urlacher und Wide Receiver Macklin und Muhort. Ne, Quatsch, das waren wir. Ist auch wurscht, zumindest ich denke mal, dass sein Team besser ist, weil wir hier wirklich komplett mit Bronzespielern bis auf die 3-4, die wir da eben bekommen haben, antreten. Deswegen glaube ich, dass wir da nicht so gut aufgestellt sind, aber wir wollen das hier gleich mal zu Beginn zeigen. Ich denke, die meisten werden die Solo-Challenges halt eben auch erstmal spielen. Und da werde ich natürlich auch, es ist natürlich auch die Scheiß-Trikots hier. Dallas spielt hier mit den Hellen und wir kriegen auch automatisch die Helle ausgewählt. Das ist natürlich hier immer bei den Cowboys diese Krux mit diesen scheiß-hellen Trikots als Heimteam. Und jetzt müssen wir damit natürlich erstmal klarkommen. Wir spielen erstmal Defense. Da habe ich ja jetzt auch ein kleines Tipps-Video zu gemacht. Und zwar eben zu diesen Run-and-Pass-Counters, wo man dann eben hier auswählen kann, Defend-Run und welchen oder eben Defend-Pass und welchen. Und dann gibt er eben hier einem ausgewählte Spielzüge vor. Ein bisschen genauer bin ich halt dann auch drauf eingegangen, eben in diesem kleinen Tutorial. Müsste auch schon online sein, hier auf dem Kanal. So, schön nochmal der Tackle von meinem Safety da. Er hat Joff als Quarterback. Also ich hoffe, ihr findet ein wenig Gefallen an der Serie. Ist ja ähnlich wie letztem Jahr mit Online. Mit Online-Matches jetzt jeden Sonntag. Aber eben dann noch so ein bisschen Story, sag ich mal, mit drin bezüglich dieses Ultimate Teams. Vorher war es ja stures Online-Spielen zum Teil. Und jetzt haben wir hier eben noch die Story mit diesem Ultimate Team drin. Natürlich werde ich mich da das ein oder andere Mal bestimmt auch noch aufregen jetzt zu Beginn, aber eigentlich erstmal ganz ruhig und gechillt hier. Soll halt wie gesagt so ein Low-Budget Ultimate Team sein, also ich werde da keine großartigen Vermögen investieren, sondern eigentlich ist meine Ausgangslage so gewesen, dass ich gar nichts investieren wollte. Das kann aber natürlich jetzt ich nicht am Anfang versprechen. Manchmal habe ich da Bock, dann doch mir mal für 10 Euro ein paar Packs zu gönnen. Und um das, damit dann keiner rummeckert, sage ich das von Anfang an. Aber es wird so eine Art Low-Budget Ultimate Team eben. Und dass ihr immer Bescheid wisst, auf welchem Niveau das Ganze hier stattfindet und welche Spieler man vielleicht auch nur durch das Grinden der Solo-Challenges eben bekommen kann. Kann ja auch mal interessant sein, weil wir letztes Jahr viele, viele Fragen bekommen haben. Ja, der Raphael hat so viele gute Spiele. Ach, oh, Glück gehabt hier, der Drop. Cooper da richtig deep. Er spielt auch erstmal Hail Mary hier. Gottes Willen. Weil wir viele Fragen bekommen haben eben. Ja, der Raphael hat so gute Spieler und ich habe jetzt mal hier 40 Euro investiert und ja, leider sind meine Spieler nicht so gut und jetzt gibt's hier auch noch den Sack nach dem Fake Punt, dämlicher Idiot. Jetzt starten wir ja noch an seiner 10-Yard-Linie und da waren die Spieler halt enttäuscht, dass sie nicht so kranke Spieler wie der Raphael haben. Der, muss man aber auch sagen, richtiges perverses Packluck hatte letztes Jahr. Also der hat ja selbst, weil er nur diese Special Edition, sag ich, nenne ich es einfach mal, hatte, wo er jede Woche noch mehrere Packs umsonst bekommen hat. Allein da drin hatte der schon so krasse Spieler, die ich trotz meinen investierten, vielleicht 50 Euro waren es, glaube ich, insgesamt niemals hatte. Und das war dann doch teilweise sehr frustrierend. Und da ist natürlich klar, dass man da durch einmaliges Investieren auch Pech haben kann. Das ist halt alles so ein Glücksspiel, nenne ich es einfach mal. Und bei Glücksspiel ist es immer so, dass man eben auch Pech haben kann. Ich spiele jetzt einfach mal einen Screen von der 3-Yard-Line. Sind ja hier schon mal in guter Ausgangsposition. Also wie gesagt, da kann man halt auch Pech haben beim Glücksspiel. Und da muss man halt von ausgehen, dass man da nicht unbedingt gute Spieler bekommt. Aber es ist auch eben doch... jetzt muss man hier echt ein Field Goal nehmen. Das war natürlich ein mega Kack 3-4 direkt. Okay, ist halt, erzähle viel, nehmen wir das Field Goal, der hat halt auch nicht so sonderlich gut gespielt, wir nehmen die geschenkten Punkte.
Und ja, es ist halt ein Glücksspiel, dieses Ultimate Team, wenn man da Geld investieren möchte, aber es ist eben, wie gesagt, auch möglich, hier durch konstantes Spielen, gerade der Solo-Challenges, gute Spieler zu bekommen. Dadurch, dass man dann eben vielleicht nicht die ultimativen Top-Spieler hat, sondern ich sag mal so gute Mittelklasse-Spieler, kann man eben trotzdem gewinnen. Hab viele Leute letztes Jahr geschlagen, die mich mit einem viel, viel höheren Overall-Team gegenüberstanden. Und dann muss ich sagen, ist doch irgendwie die Genugtuung noch größer, wenn man gegen diese Leute eben gewinnt und zum Quitten bringt. Und gerade auch der Draft-Champions-Modus oder der neue Salary-Cap-Modus, wo dann eben man nicht mehr zwangsläufig mit einem 99er Overall-Team antreten kann, sondern wo das dann eben durch den Salary-Cap gelöst wurde. Das ist doch sehr interessant und ich denke, das kann hier noch eine Menge Spaß bringen. Und ich bin auf jeden Fall richtig, richtig heiß hier auf das Spiel und werde auch, sobald das Video jetzt hier beendet ist, direkt in die Solo-Challenges starten, um auch... Habt ihr den jetzt gecatcht oder was? Das gibt's doch gar nicht. Einfacher Catch da zwischen zwei Spielern. Kommt er wieder mit drei Tight Ends, kommt er hier raus. Mal gucken, ob er hier nach außen einen Toss spielt. Nee. Marcus Peters schafft hier nicht an den Tight End dran zu bleiben. Klar, war eine Corner Route, aber trotzdem. Ich meine, das war auch ein klasse Cornerback. Der muss doch an einem Tight End auf einer Corner Route dranbleiben können, wenn es nicht gerade Gronkowski ist. Er spielt auf jeden Fall überhaupt keine Pass Plays, keine Run Plays. Schon wieder so ein Corner Strike hier einfach eingestreut. Versuch's jetzt mal mit einem kleinen Blitz hier. So. Oh, der Fumble. Gib mir den Ball. Jawohl. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte ihn noch zurücktragen können. Wieder hier der Turnover. Einmal der Nickel Blitz hier reingestreut. Gleich kommt er durch. Gib den ersten Fumble hier. Und jetzt müssen wir uns aber auch da mal vorarbeiten, nach dem zweiten Turnover hier jetzt mindestens mal einen Touchdown zu erzielen. So, da schon mal gut durch jetzt hier. Ja, schade, da konnte er nicht mehr den Speed aufnehmen, aber das war natürlich mal direkt eine gute Aktion hier. Als er den Blitz durch die Mitte spielt, ist auf der Drag Route da einiges frei. Auch ein Tutorial habe ich gemacht oder bin ich gerade dabei, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es schon online ist, so wenn das Video hier rauskommt, wo ich einfach auch mal die ganzen Hot Routes erkläre, was eine Drag, was eine Slant, was ein Streak und so weiter, wie stelle ich das ein, wie bewege ich Spieler an der Line of Scrimmage. Viele kennen das natürlich, die schon lange Madden spielen, aber durch den ganzen Run-NFL-Hype hier jetzt in Deutschland, auch letzte Saison halt, oh, schön da die Lücke gesehen, sind natürlich jetzt auch viele neue mit dabei. Man merkt es an Amazon, da war Madden ausverkauft. Die konnten Madden nicht am Release-Tag liefern hier in Amazon Deutschland. Also nicht immer, also manche haben es schon bekommen, aber nicht überall. Das ist zum allerersten Mal überhaupt der Fall. Da hat Amazon anscheinend nicht gut aufgepasst. Oh, jetzt kommt der Blitz, Double Safety Blitz, so wie es aussieht. Ändere ich nochmal kurz den Spielzug hier. Und dann geht er nämlich hier ab auf Johnson und gibt einen Touchdown. Schön gelesen da. Direkt der Double Safety Blitz, als beide Safeties nach vorne kommen. Play Action Pass hier. Und dann ist er hier frei. Und wir gehen zum Touchdown rein. Sieht man unten Double Safety Blitz unten rechts. Damit ihr seht, dass ich keinen Scheiß erzähle. Und dann geht er rein hier für 10-0. Also bin überrascht, dass es bisher so gut läuft. Also im Vergleich zu meinen anderen Online-Spielen haben wir jetzt, glaube ich, schon mehr Punkte in diesem Ultimate Team. Oh, komm. Ah, der geht noch rein. Also hier die Field Goals schwerer als letztes Jahr. Nicht zu schwer, ich finde es gut. Special Teams kann auch Spiele entscheiden. Und das könnte jetzt hier der Fall sein.
Also nicht jetzt hier, aber wenn er da nochmal eventuell einen Fehler einbaut. Ich bin froh, dass es halbwegs gut funktioniert mit diesen scheiß Trikots. So, er wird gestoppt hier. Erstes Viertel immer noch nicht vorbei. Die Online-Spiele hier sind ja kürzer als im Ranked, also im normalen Online-Modus. Da gibt es ja 4x6 Minuten. Hier im Ultimate Team müsste es eigentlich 4x4 Minuten sein. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob sie es dieses Jahr geändert haben. Na, schöner Tackle hier. In der Luft da nochmal runtergeholt. Eine Sekunde immer noch. Sind natürlich durch die vielen Incomplete Passes hier, dass er da auch immer die Uhr dann angehalten wird. Und so ist das erste Viertel noch nicht so weit vorangeschritten. Ah, war nicht komplett hier. Jetzt geht's ins zweite Viertel. Safety nochmal schön den Ball weggeschlagen. Der lag dann sogar auf dem Bauch des Wide Receivers. So, dritter und 10. Ach, ein halbwegs vernünftiger Safety muss da den Pick machen. Er fliegt ja mal völlig auf ihn zu. Das war jetzt mal der einfachste Pick ever. Aber da merkt man natürlich, dass das noch Bronzespieler sind. Da war da nicht so viel mit Pick. Er hat bisher nur Pässe gespielt. Ich glaube, der kann gar nicht laufen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den vierten und 10 hier aufhalten. Jetzt kommt sogar mal ein Play-Action-Pass. Und jetzt hüpft er den hier einfach rein. Und damit der erneute Turnover on Downs hier. Also auch dieses Jahr hier punten ist nicht bei den Kollegen. Das kennen wir aus den vergangenen Madden-Versionen schon. Wir laufen jetzt hier trotzdem mal den Ball. Zumindest lassen wir dadurch auch die Uhr ein bisschen laufen. Jetzt gucken wir mal, wie der Toss dieses Jahr funktioniert. Noch ist er natürlich nicht hier aus dem Rennen. Muss auch erstmal noch den Touchdown scoren. Ach, schön, da nochmal der Block gehalten. Kommen wir da außen noch weg? Ja, ach, jetzt kommen wir da echt am letzten nicht vorbei. Also, Hilliard hier ein schöner Run zum First Down. Nehmen wir mal noch einen Run durch die Mitte. Also mit dem Gesicht von Andrew Luck bin ich noch immer nicht hundertprozentig zufrieden. So, nochmal ordentlich bis an die 3-Yard-Linie hier gedrückt. Jetzt die Frage, ob man hier in Goal-Line-Formation geht und einfach mal einen Dive durch die Mitte macht. Schwierig zu stoppen natürlich. Besonders weil er nicht in Goal-Line ist hier. So, wir switchen mal nach links. Boah, da kommt der Middle-Linebacker mal unblocked durchgeschossen, was denn mit ihm passiert hier. Den hat mal gar keiner aufgenommen, da den Middle-Linebacker. Aber von der 4-Yard-Linie brauchen wir doch eher einen Goal-Line-Pass. Mesh-Play da immer ganz gut, muss man natürlich gut aufpassen. So, ich versuche hier Fuller anzuspielen. Ah, der ist drin. Schön reingedrückt hier. Ein bisschen mit meinem Tight End noch behindert da. Deswegen konnte ich Fuller anspielen und der drückt sich dann schön in die Endzone. Zum 17:0 hier. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Ultimate Team spielt, ob ihr eher die Offline-Modi spielt. Ich muss ja sagen, ich spiele eigentlich selten hier Franchise. Dieses Jahr werde ich es auf jeden Fall mal antesten. Guck mir natürlich immer an, was so neu ist. Aber ich bin so mehr der Online-Spieler. Außer natürlich in Ultimate Team, da muss man eben die Solo-Challenges machen, wenn man nicht das größte Portemonnaie der Welt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch nicht bereit, hier EA jetzt irgendwie die Kohle in den Hals zu schmeißen. Schon 60 Euro für das Spiel zahlt. Obwohl, ich habe gar keine 60 Euro bezahlt, muss ich sagen. Ich habe, also jetzt haben wir dann doch mal die Interception hier.
Wieder so ein schlechter Pass. Diesmal wird er endlich bestraft. Ich habe dieses GameStop-Angebot gehabt. Ich habe Madden 16 abgegeben, inklusive FIFA 16, und habe dann 9 Euro für das neue Madden bezahlt. Gebe ich die alten Spiele gerne so ab, weil was willst du jetzt noch mit Madden 16? Legst du eh nicht mehr ein. FIFA kann ich jetzt auch schon abgeben, weil ich nicht so der FIFA-Zocker bin. Obwohl ich schon wieder überlege, ob ich es nicht doch kaufen soll. Irgendwie seit FIFA 97 bin ich da gefangen. Jedes Jahr kaufe ich es mir doch, obwohl ich dann immer wieder enttäuscht werde. Ich weiß auch nicht wieso. Oh, schön. Ja, diese. Boah, was für Broken Tackles, das ist mir schon aufgefallen. Dieses Jahr viele Broken Tackles hier. Auch hier in der Situation wieder werden wir eigentlich nach 3-4 Yards gestoppt und er drückt sich einfach nochmal 3-4 Yards oder sogar 10, ich weiß nicht. Ey, na, jetzt gibt's ja noch einen False Start oder was? Neutral Zone Infraction. Er ist zu früh in die neutrale Zone eben gegangen, da wo der Ball liegt. War da ein bisschen zu schnell am Trigger. Denke eigentlich, wir können ja gleich bald mal die Uhr ein bisschen runterlaufen lassen, dann schon mal gechillt in die Halbzeit schlendern. Oder wir schlendern einfach in die Endzone. Naja, da fehlen noch 2 Yards. Und ich glaube, jetzt hat er keinen Bock mehr. Ich glaube, dadurch gewinnen wir hier echt unser erstes Online-Spiel. Ja, der Spieler geht raus. Er kennt jetzt auch, dass er nach 17:0, kurz vor 24:0, dann doch nicht die größte Chance hier hat. Das wundert mich. Also, dass wir doch hier auf ein schlagbares Team treffen. Ich dachte, die meisten gehen erstmal in die Solo-Challenges. Würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Weil, wenn man nicht wirklich so erfahren ist, dann gleich mit so einem relativ schwachen Team eben hier ins Online-Head-to-Head zu starten, ist nicht unbedingt die schlauste Idee. Hier sieht man, man braucht 10 Siege und dann kriegt man irgendwie eine Belohnung. Wir gehen mal hier raus, wird natürlich gespeichert. Letztes Jahr gab es auch noch Belohnung, wenn man den Ranked, den Draft Champions Mode gespielt hat. Hier sieht man, wenn man hier irgendwie was bekommt, dann kriegt man hier irgendeinen Flashback-Spieler. Also wie gesagt, jede Woche neue Spieler. Chemistry gibt's jetzt auch noch. Hier unten, das könnte man natürlich auch erstmal voll machen. Da gibt's dann natürlich auch noch extra Münzen. Hier, Complete Opening Game gegen die Panthers. Complete Opening Game gegen die Broncos. Und wir brauchen dann über 68 overall in unserem Team. Dann kriegen wir auch nochmal 200 Coins. Also hier überall die kleinen Coins mitnehmen. Das kann nicht schaden. Und wir schauen nochmal hier, ob es sonst noch dieses Jahr irgendwelche Special Sets gibt am Anfang. Burn Badges, Redemption, das hier sind halt überall Sets hinter. Was ist denn Mud Gear? Gucken wir mal da rein. Ah, hier, das sind die Trikots, die man hier voll machen kann. Crusaders, okay, das suche ich aber nicht. Letztes Jahr gab es nämlich eben noch ein paar, also 2 Elite-Spieler, wenn man Team-Item, Giveaway-Players. Nee, ich suche irgendwie was ganz Bestimmtes. Letztes Jahr hat man, wenn man diese diese Draft-Champions-Badges irgendwie bekommen, eben eingelöst hat, hat man direkt zwei Elite-Spieler bekommen, mein Gott. Aber irgendwie finde ich das dieses Jahr nicht, ob es das hier auch wieder gibt. Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Ah, hier kann man auch noch Packs bekommen, wenn man irgendwelche Badges einlöst. Hier, bekommt man krasse Spieler, was braucht man dafür? Badge Collectible Championship Series. Okay, also viel wieder einzulösen dieses Jahr hier, um irgendwelche Special Sachen zu bekommen. Da muss ich mich mal noch durcharbeiten. Will ich jetzt aber hier nicht unbedingt bei laufender Aufnahme machen. Also, ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten Video mal die Solo Challenges spielen und mal ein paar Münzen mir erarbeiten. Und dann schauen wir mal im nächsten Video, wie wir gleich unser Team mal ein bisschen upgraden können, weil ich glaube kaum, dass wir jetzt hier Woche für Woche
eben mit Bronzespielern bei 1 kommen, weil Silber und schlechtere Goldspieler sind gar nicht so teuer. Und ich werde mir Münzen hier ansammeln und auch mal Ausschau nach Spielern halten. Und dann werden wir eben in der nächsten, im nächsten Video hier direkt schon mal ein paar neue Spieler eben einsetzen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die neue Serie hier. Eben mit Ultimate Team. Kann sein, dass es unter der Woche immer vielleicht aktuell noch ein paar Sonderfolgen gibt. Schauen wir mal, aber generell einfach sonntags jetzt hier Madden Online Sunday mit Ultimate Team, unserem Low-Budget-Mud-Team hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid jetzt immer wieder neu dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy hier bei Game Testicle HD. Ciao, Leute.